Was ein bisschen thematisiert zu Pokémon Go, einfach weil das aktuell so mein wirkliches Favorite-Spiel bin. Es ist natürlich mein Favorite-Spiel. Es ist. Und ja, ich tue es tatsächlich wirklich jeden. Das bringt mich wirklich dazu, dass ich jeden Tag hier mit meinem coolen Outdoor Mikro und meinem Handy mich wirklich jeden Tag, wenn ich mir nicht gerade irgendwie einen Finger schneide oder sowas, was vorgestern passiert ist, weshalb ich jetzt gestern nicht beim dritten Part von Pokémon Go war, sondern erst vom zweiten, bringt es wirklich jeden Tag vor die Tür und macht mir jeden Tag aufs Neue Spaß, das einfach aufzunehmen und hier Pokémon Go zu spielen. Hallo die Leute und willkommen zu einem neuen Part von Let's Play YouTuber Live. Was ich schon mal ganz am Anfang gesagt, dies, was ich jetzt sage, nicht nachkommentiert, weil mein Mikro bei der Originalaufnahme leider abgeschmiert ist, habe ich erst zu spät bemerkt, weshalb ich jetzt hier erstmal hier das nachkommentieren werde. Und damit würde ich sagen, begeben wir uns gleich ins Abenteuer von YouTubers Live. Ist der Akku natürlich für meinen Computer leer? Ist klar, jetzt muss ich kurz meine Ladekarte holen. Es muss relativ schnell sein, weil das sonst lässt wird. Ja, also sehen wir uns gleich nach dem Cut. So. Habe jetzt alles das Ladekabel dran geschlossen. Bin ich gut, ich nehme ein neues Gameplay-Video auf. Zu Counter-Strike, weil dazu hatten wir erst ein oder zwei, glaube ich, gemacht. Das konnte doch tatsächlich bei unserer Gemeinschaft einigermaßen gut ankommen. Ob dies der Fall ist, werden wir jetzt gleich sehen. Also wir lassen den Namen so und rangeht an. Und rangeht. Beste Stolz dabei. Ran geht's an den Computer, sagen wir's ruck so. So. Jetzt müssen wir rendern und aufnehmen. So, der Countdown läuft. Ich suche mal der Countdown. 3, 2, 1. Achso. Ja. Also, ich sehe ja auch erst immer glänzend auf. Aus da oben, jetzt kann nicht mehr deutsch reden, wenn's. Da mit meinem so professioneller Kommentar ist immer gut, weil die meisten können dies einfach nicht im Real Life mit mir selbst einbeschlossen, weil ich kann es auch nicht wirklich ehrlich gesagt, naja, sei es drum. Ach, tut mir leid, Leute, das mich jetzt so ein bisschen anders, bin echt auch müde, weil ich hab gestern doch so eine lange Zeit gestreamt, bis ich glaube halb eins oder so in die Nacht. Und bei mir ist aktuell halb eins nachmittags. Ich bin ja einfach erst vor 2 Stunden oder so aufgewacht und war jetzt auch mit Pokémon Go unterwegs. Ihr könnt euch denken, dass das dementsprechend eine vielleicht gewisse Anstrengung doch schon zeigt. Wer weiß. Hey, nur falls es wundert, ich bin immer noch da. Ich bekomme jetzt doch einen Haufen guten Bewertungen da. Das ist gut. Mit kurzem Blick auf den Kalender werden wir sehen, dass nichts anliegt. Das könnte man sich natürlich denken, weshalb nichts anliegt. Ich denke mir das irgendwie auch voll. Ja. Und ich bin jetzt erst beim Staunen, was hier wieder aus meinem Livestream geworden ist, ne? Jetzt konnte ich den Livestream nicht online stellen. Es war in Deutschland nicht veröffentlicht, weil da ein Soundtrack-Lied vorkam. Als Soundtrack in FIFA 13, was die Typen da nicht wollten, dass man es auf YouTube macht. Jetzt hatte es nur mitten im Livestream drin und in einem Lied.
Sorry, aber wie soll ich das rausschneiden, liebe Leute? Ich möchte das Ganze als Video über YouTube bearbeiten, damit es sich dann rausschneidet, wo das Video vorkommt. Die Stelle hört man und sieht man sonst dann nichts. Die 1-2 Minuten. Aber trotzdem irritiert mich das einfach voll. Ich meine, dann soll man halt nicht so als ein Lied, als Lied für so ein Game wählen, mal ganz ehrlich gesagt. Nur wegen einem Lied, das 2 bis 3 Minuten dauert, war mein über 2-stündiger Stream einfach mal nicht auf YouTube. Als statt dass die einfach die 2 Minuten da irgendwie rausdingsen, tun ich da den ganzen Stream weg und man muss selbst das machen. Alter, es nervt mich so. Und jetzt wird das Video in der 2 Stunden rumarbeiten, um 2 Minuten Audio raus zu kopieren, Alter. Was dauert das denn so lang? Also erst YouTube, das ist eine Glanzleistung. So, was ist Flower Power? Wir tragen uns einfach mal einkaufende Karte. Vermutlich irgendeine Gärtnerei-Aufgabe bzw. irgendwie sowas. Und ich bin müde und muss schlafen, um es uns mal wieder aufs Spiel zurück zu beziehen. Und nicht dauernd nur YouTube verfluchen, auch wenn das wahrscheinlich wirklich mehr als gerecht wäre. Essa Info, es hat mir einen neuen, YouTube-Banner geholt. Das werde ich jetzt hier an dieser Stelle mal einblenden. So sieht er aus und da sind halt, ja, es hat sich ein bisschen thematisiert zu Pokémon Go, einfach weil das aktuell so mein wirkliches Favorite-Spiel bin. Es ist natürlich mein Favorite-Spiel. Es ist. Und ja, ich tue es tatsächlich wirklich jeden. Das bringt mich wirklich dazu, dass ich jeden Tag hier mit meinem coolen Outdoor-Mikro und meinem Handy mich wirklich jeden Tag, wenn ich mir nicht gerade irgendwie einen Finger schneide oder sowas, was vorgestern passiert ist, weshalb ich jetzt gestern nicht beim dritten Part von Pokémon Go war, sondern erst vom zweiten, bringt es wirklich jeden Tag vor die Tür. Das macht mir jeden Tag aufs Neue Spaß, das einfach aufzunehmen und hier Pokémon Go zu spielen. So sieht's aus. Und jetzt werde ich dieses Video hochladen. Bin gespannt, wie sehr das doch ankommt. Ja, weil es war dieses Video, was, upsala, falls ich es nicht mitbekommen habe, das hat mir so ein Freund geschickt. Okay. Das war jetzt ein zu erpressenden Scheiß-Dreck. Ich glaube, das war das noch nicht. Das kam erst später. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Jetzt ist es erstmal ein Wasser. Pardon. Und jetzt habe ich es sogar mit dir zu flirten, aber ich glaube, sie hat kein Interesse daran. Jetzt ist sie auch zu mir irgendwie nicht mehr wirklich freundlich danach. Weil ich habe sie, es werdet ihr sehen, ich sag's jetzt mal vor. Sie wird in der Disco auch nochmal ein bisschen. Aber das hat sie auch nicht wirklich gut gegessen. Leider. Jetzt kann man so überlegen, ob das gut oder eher nicht gut ist. Das ist die Frage. So, jetzt werde ich hier, jetzt tue ich hier gerade, hier zu der, hier einladen zu diesem Flower Power zu Disco. Ich tue sich was selbst nicht veranstalten, lade aber Leute dazu ein. Das ist mehr als nur sinnvoll, die Sache. So, jetzt gehe ich schlafen, weil ich werde müde. Bin wach. Hab voll lang geschlafen. Und das Ganze ist heute 19 Uhr oder so. Wenn mir den Rest im Sinne. Es ist erstmal ein Wasser. Ich hätte da wenigstens Trinken hingeschrieben. Also, dass man Essen hat und dass man Trinken hat. Ne, aber nicht, dass man jetzt hier einfach ein Wasser isst. Weil das ist doch nicht normal. Ich meine, wer von euch trinkt Wasser? Okay, hoffentlich viele. Aber wer von euch isst Wasser? Das ist die Frage. Also isst nicht im Sinne von sein, sondern von essen. Wer von euch spricht von
Wasser essen. Wer isst neues Wasser? Ich meine, ihr trinkt es natürlich schon nicht. Das ist auch normal. So, dann essen. So, ziehen wir uns um und machen uns für die Party sick. Da ist es ganz wichtig, dass wir sexy aussehen, sodass wir viele Mädchen um uns rum haben und so einen ganz tollen Abend haben. Mit diesem Pulli sehe ich damit so richtig geil aus. Mein Herz. Okay, dieses Herz war voll. Stopp mal. Sieh dir mal das ungeschorene Weib an. Das geht einfach an mir vorbei, setzt es an meinen Computer ohne zu fragen und geht dann beleidigend wieder aus dem Bild. Ich nenne so eine Idiotin. Und ich mache sie auch noch an der Party später an. Also sie kann mich mal. Ich werde ihr die nächste Zeitung erklären, wo ich mit ihr noch nicht mal zusammen bin. Okay, es gibt keinen Sinn. Sorry, dass ich so komisch Nussel rede, aber ich bin immer noch müde. Aber das wird sich jetzt sicherlich ändern. Hoffe ich. So, da bin ich nämlich. Ja? Und ich werde sie jetzt wahrscheinlich hier mit ESOS nur. Oh Mann, das will sie schon mal nicht. Jetzt rede ich da mit einer anderen Person, um auf sie erst ein bisschen neidisch zu werden. Das ist eine gute Idee. Sie wird mir gleich irgendeinen Ratschlag geben, sag ich mal. Wie ist dein YouTuber? Ich bin ein YouTuber über 3000 Abonnenten. Also da, ich weiß ja nicht, wie es bei YouTubers live ist beim Spiel. Ob man da erst ein YouTuber ist, wenn man, keine Ahnung, 300 Milliarden Abonnenten hat. Aber 3000 ist schon eine ganz gute Sache, ne? Meine, im Real Life habe ich aktuell 26, 25. Also da brauchen die es jetzt hier nicht zu beschweren. Weil ich hätte ganz gerne mit dem Real Life eigentlich auch so viel. Das wäre echt schön, vielleicht passiert das ja mal. Wer weiß, eines Tages werde ich so noch berühmt. Ein bisschen älter muss ich nur dafür sein. Nee, ich will das so viel wieder. So, so bin ich sie noch mal anzumachen. Frag sie zuerst nach dem Date. Möchte es nicht, weshalb auch immer. Und jetzt wird mir so doof es gehen. Wie wird das jetzt auf dieser Party so doof? Ich bin weg. Dachte ich mir dann. So, und übrigens ist jetzt ab jetzt dann das Mikro wieder angesprungen, sobald es geladen hat. Und jetzt müsst ihr mich wieder normal hören. So, jetzt dies hier wurde von der... Wie kann das sein? Die will mich nicht. Und ich will die Abonnenten. Frust. Und sie muss ein neues Gaming-Video machen. Was gibt es denn zur Auswahl? Ich glaube, ich mache Counter, ja. Und davon habe ich noch nicht so viele Gameplay-Videos. Da kann ich sicherlich mal eins machen. Wieso noch nicht? Sicherlich eine lustige Sache. Ja, wie, ich weiß nicht, vor ein paar Minuten schon angesprochen gehabt. Ich komme jetzt darauf jetzt quasi zurück. Werden wir, wie schon gesagt, die Gamer Coach Days haben. Bei denen wirklich einige Livestreams kommen werden. Zu den verschiedensten Games. Aber dazu wird es nochmal demnächst mehr geben. Sobald ich mir das alles überlegt habe, wie das funktioniert, werde ich da mal ein großes Info wieder rausschreiben. So, jetzt müssen wir das hier nur noch ein bisschen zuschneiden. Oh, und wir bekommen Geldaufträge und bekommen ein Spiel. Aber das finde ich immer richtig cool. Das finde ich tatsächlich wirklich einfach nur cool. Ne? Man bekommt einen Freund und nachher von Freund, dass wir doch mal für ihn ein Game mit Let's Playen sollen. Er schickt uns das Game und Geld. Glaube, dass wir es machen. Finde ich korrekt, das Game. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann wieder mitnehme, ich fürchte es war. Aber ich bekomme Geld dafür, dass ich das Game auf meinem YouTube-Channel zeige. Und ich meine, wer sagt da bitte schon nein? Wenn es auch nur um S2 wäre. So, und da ist das Game. Bin ich ja gespannt, was uns da jetzt erwarten wird. Keine Ahnung. Das sieht ja aus wie Super Mario Bros. Hip-Hop. Lapros. Ja, Hip-Hop. Lapros. Das ist Super Mario Bros, meine Lieben. Alter, ich werde es danach nennen. Ich werde es nicht so lassen. Sondern ich werde das Super Mario Bros nennen.
Super Mario Bros. Gameplay Hashtag 1. Also jetzt muss ich kurz warten, wenn man anders wieder hochlädt. Währenddessen werde ich ein Wasser trinken. Wasser braucht man viel bei der Hitze, die hier meintlich ist. Wasser machst du endlich? Hat die ganze Zeit besser. Das ist wieder hochgeladen. Kommentare sind wir die meisten irgendwie happy. Das finde ich gut. Und jetzt mache ich das Gameplay-Video von meinem Freund. Aber in jener Weise kann man da kein Video machen, wenn der Computer ein anderes hochlädt. Ich meine, hier bei mir auf meinem Computer geht das zum Glück schon. Der ist so gerade das die YouTuber live Let's Playen, während ich mein Stream von gestern auf YouTube probiert, diese bei einem Lied ein Audioteil rauszuschneiden, weil der Rest habe vom Lied. Ich wollte, dass ich das Lied hier spiele, ne? Dabei ist das Lied, glaube ich, 2 Minuten vom über 2-stündigen Livestream. Und jetzt tut das das schon seit einer Stunde da rumschneiden und das kleine Stück vom Lied rausschneiden und wird irgendwie nicht fertig. Das beunruhigt mich leicht. Naja, ich schaue es nochmal rein nach 2 Stunden, wie es dann, also in der Stunde, wie es dann aussieht. Vielleicht sieht das dann ja besser aus. Hoffen wir es mal, aber wir wissen es natürlich nicht. Naja, wir werden es sehen. Sag mal, Computer ist wieder kaputt gegangen. Was ist das für ein Zeichen? Jetzt kommt schon wieder die Technik. Und ich mache die Technik. Warte mal, ich glaube, der hat die Brille auf, oder? Ja. Dies ist jetzt diesmal wirklich eine andere Technik, weil die diesmal nämlich eine Brille hat. Wenn ich die andere nicht hatte, ne? Das habe ich festgestellt. Gegen euch. Oh, das Computer hat die undankbare Freundin, die ich hasse. Ich setze dich jetzt einfach an den Computer an mich vorbei. Ohne mich zu fragen, macht er irgendwas. Am liebsten würde ich die rausschmeißen. Sorry, aber ist doch so. Die Leute regen uns am meisten auf, ey. So, jetzt geht's erstmal wieder pennen. Also, das war jetzt hier heute und ich bringe ein bisschen kürzerer Part, weil es gleich Ende sein wird. Ich nehme mal schlafen. Mit Pokémon Go und allem drum und dran. Ich werde morgen ein bisschen längeren machen. Ja, liebe Leute, das war's jetzt schon wieder von mir heute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like und ein Abo da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.